Anna, was geht? Willkommen zurück hier im neuen Jahr mit dem Callisto-Protokoll. Wunderbar, freue mich. So. Eins noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht aufbrechen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Falle, Freunde. Das ist schon unangenehm. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Der ist nicht hinter mir, oder? Elias, ich bin da, ich bin am Checkpoint. Gut, dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Ich kann tote Menschen sehen. Und den Hangar sehe ich auch. Das ist unser Weg hier raus. Ja, den bin ich früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir, ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Suchte, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Und was dann? Ich hole dich an der Bahnstation ab. Easy peasy. Also gut, ich melde mich. Nein, das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich einfach, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein.
Ja, dir auch. Ja, dir auch. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Typ hat Plot Armor. Ja, der ist unsterblich. Der hat unendlich Munition, Alter. Dem geht's immer gut. Was haben wir denn hier? Gesundheitsinjektor, Grip, Revolvermunition, noch mehr Revolvermunition. Energieumwandler und Entschlüssler. Alright. Wisst ihr, was hier in dem Game einfach fehlt? Was in Dead Space so geil war? Dass du in Dead Space, du hattest dieses auf dem Boden und du konntest das einstellen, einfach für mich zum Schotter, für mich zum Projektor, zum Upgrade-Station oder was auch immer. Und das Game hier ist super geradlinig, was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ihr wisst, ich find's eigentlich ganz gut, wenn ein Game mal ein bisschen geradlinig ist. Muss nicht alles Open World sein, aber naja. Habitat. Kaufe Smart im Habitat. Zumindest ist hier so ein Projektor-Ding. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Alt? Die Steuerung hier ist der Wahnsinn. Den Gesundheitsinjektor verkaufen wir auch. Die Schrotflinte. Skunkflinte. Ich bin halt am Überlegen, ja, damit ihr mal wisst, was mein Gedankengang ist. Wir haben super wenig Platz, um Sachen mit uns rumzutragen. Und wenn ich jetzt eine Schrotflinte baue, bekommen wir zusätzlich noch Schrotflintenmunition. Die Frage ist halt, wohin damit? Wenig Schaden beim Blocken. Schadensupgrade. Fucking go! Let's fucking go! Wäre cool, wenn es sich irgendwie optisch auch ändern würde. Zacken dran oder keine Ahnung. 2700 kostet das nächste. Okay, aber ey, Schadensupgrade, denke ich, ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Was ist diese Aufzeichnung? Na, deswegen haben wir den Gesundheitsinjektor verkauft. Weil wir ja gesehen haben, da ist noch einer. Freunde, ich hoffe, euch macht das Ganze Spaß. Für mich ist es nur Tortur, das wisst ihr ja, deswegen wollt ihr ja, dass wir das zocken. Weil ihr genau wisst, ihr kleinen Arschlöcher, dass ich das hier hasse.
Also gut, ich hasse es nicht. Oh, ich hasse es so sehr. Eingang 21a. Wenn endlich zur Müllentsorgung versetzt worden. Echt scheiße hier. Gerüchten nach soll es hier angeblich einen Weg nach draußen geben. Ein Hauptrohr aus Tank 6 führt direkt zur Kuppel. Das rote Rohr da ist damit verbunden. Das muss ich nur zurückverfolgen. Folge dem roten Rohr. Makellose Energieumwandler. Ich weiß, dass es euch jetzt wahrscheinlich minimal abfucken wird. Aber wir gehen kurz nach oben und verkaufen den. Und zwar... Und zwar mit folgendem Hintergedanken. Wir haben super wenig Inventarplatz. Und wir haben das Teil quasi jetzt genau gefunden, wo hier 2 Meter weiter entfernt so ein Projektor steht. Und das ist sogar ein makelloser. Ich glaube, da sollten wir sogar genügend Geld haben, um vielleicht ein weiteres Upgrade durchzuführen. Freie Auswahl. Wir können Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade machen. Oder wir können warten für Grip. Wir warten, Freunde. Ich bin der Meinung, wir sollten unseren Handschuh upgraden. Wahnsinn, Alter. Heute ist übrigens der 1.1., Alter. 2023. Deswegen frohes neues Jahr. Oh shit. Ey, wenn da oben jetzt auch noch was drin ist, was ich verkaufen kann, dann tut's mir echt leid, Freunde. Springt mich was an? Schön. Sorry.
Ey, ist aber nicht meine Schuld, Freunde. Ne, wenn das Game so gemacht wäre, dass wir einfach quasi die unendliche Tasche hätten, dann müssten wir das gar nicht machen. Ja, dann könnten wir einfach entspannt alles mitnehmen. Ich finde das krass, das Inventar ist noch kleiner. Ist es kleiner als bei Dead Space? Ich überlege gerade. Bitte treffen Sie eine Auswahl. So, hätte ich normalerweise nicht verkauft. Aber so sind wir auf 900. Erhöht die maximale Energiekapazität. Erhöht die Schleuderkraft. Verbessert die Wiederaufladerate. Ich weiß nicht, was die Wiederaufladerate bedeutet. Aber wir nehmen erstmal das hier. Mehr Energie. Abgeschlossen. Muss ja ehrlich sagen, ich bin ja immer noch ein bisschen angepisst, weil dieser eine Weg, wo wir dachten, oder wo ich dachte, ja okay, das wird der Weg sein, wo es von der Story her weitergeht, weil es halt der optionale Weg war. Und weil du hier keine Möglichkeit hast, Backtracking zu betreiben, sondern das Spiel geht immer weiter nach vorne. Wahrscheinlich könnten wir schon ein Upgrade haben, Alter. Was wir so nicht mehr bekommen werden. Sehr, sehr schade. Also das Spiel sieht so unfassbar geil aus. Hab ich da Scheiße am Arm? Ich habe es. Ich meine, uns war ja klar, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße, aber... Oh Gott!
Was zum Fick? Eingang 21C. Wird gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Ich bin im Rohr. Ist das Rohr. Es führt zu Tank 6, ja. Aber ich sehe keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Okay, wir haben alle gesehen, da ist ein kleiner Durchgang. Aber wir schauen natürlich erstmal hier. Wo muss ich hin? Hey, wo muss ich hin? Da lang? Das kann nicht sein. Dr. Caitlin Mahler. Es ist jetzt ungefähr 3 Stunden. Ah, spielt nicht weiter. Es ist jetzt ungefähr 3 Stunden nach der Freisetzung. Die Geschwindigkeit der Evolution ist erstaunlich. Organische Tarnung, biophagische Sekrete, als ob es sich an die Umwelt anpasst. Oder die Umwelt an sich. Sie sind überall. Ich werde an einen sichereren Ort gehen. Willst du mir sagen, es gibt jetzt hier unsichtbare Spastis? Schön. Das ist doch scheiße einfach. Unsichtbare und fucking Unsterbliche.
Habt ihr das gesehen? Der nächste. Tja, wir wissen, was es war. Wait, what? Schlossen. Jo, dank dir, Handy. Ah. Holy shit, Freunde. Wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Ja, natürlich könnt ihr das sehen, Alter. In der nächsten Folge von Callisto Protocol. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben.
und einen netten Kommentar, denn letztendlich zocke ich das Horror-Game ja hier für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.